Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudia und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe mich durch haufenweise Videos von Flops, aussortiert Videos und so weiter und so fort von meinen Kolleginnen und Kollegen gewühlt und anhand dessen ein Fullface zusammengestellt. Deswegen, weil es bei mir in der Sammlung ist, sind es wahrscheinlich Produkte, die ich mag. Genau, aber meine Influencer-Kollegen hassen sie. Mal gucken, ob ich das auch so nachempfinden kann, vor allem, wenn ich die alle kombiniert in meinem Gesicht verwende. Und wenn du sehen möchtest, ob das was wird, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe auch alle Produkte, die ich verwende, in der Infobox verlinkt und starte einfach mal mit einem Primer. Da hat die liebe Kathi nämlich diesen Be Perfect Illuminating Primer genannt, also in einem ihrer Videos, dass sie den gar nicht mag. Und ich habe den hier in der Farbe Champagne Glow. Der hat tatsächlich auch ein bisschen was und deswegen kann ich mir vorstellen, dass manche den nicht mögen, von dem Essence Magic irgendwas. Also tatsächlich ähnliche Konsistenz, wobei der Essence Primer ein ganz kleines bisschen fester ist, aber das Ding hier gibt richtig krass Glow und das stehe ich drauf, genau, da stehe ich ja eigentlich tierisch drauf. Zwei Pumper im Gesicht verteilt. Ja, das ist tatsächlich auch so, dass es ein ganz kleines bisschen das Gesicht dunkler macht. Ich glaube auch, da gibt es unterschiedliche Farben von, oder? Weiß ich gar nicht. Ich finde den eigentlich gar nicht so verkehrt. Jetzt gerade im Sommer so einen kleinen Glow unter einer Foundation, die vielleicht ein bisschen zu matt ist. Da hat nämlich der liebe Maxim in einem sehr alten Video diesen hier genannt. Und zwar den NYX Blur Bear With Me Blur Blurring Tint Foundation. Den vor allem. Ich habe den in der Farbe 02 Fair und der schaut so aus. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich den eigentlich wohl mag, aber der ist mir ein bisschen zu dunkel. Natürlich sind nicht nur die Produkte, sondern auch die Kanäle meiner Kolleginnen und Kollegen in der Infobox verlinkt. Hier haben wir dann einmal das Produkt und ja, man nimmt immer zu viel, ne? Wobei, wenn ich mir das jetzt angucke, wirkt das gar nicht so dunkel. Warum habe ich mir das denn als zu dunkel aufgeschrieben? Weiß ich gar nicht. Arbeite ich mir jetzt erstmal mit einem Pinsel ein. Das ist überhaupt nicht zu dunkel, Claudi. Das ist wirklich weiß. Ups. Ich meine, zum Hals her geht es einigermaßen. Ich will mir jetzt, könnte ich jetzt so Pantomime machen, Leute. Oha. Das ist halt auch wirklich die Wüste Gobi in meinem Gesicht jetzt. Ne? Jetzt nehme ich den Schwamm von der lieben Özlem, der definitiv kein Flop von ihr oder von mir ist. Das ist ein ganz, ganz toller Schwamm, der Blendlem. Also wenn du darunter keine gute Skincare hast oder, keine Ahnung, keinen vernünftigen Primer, dann hast du wirklich eine sehr matte Geschichte im Gesicht. Super, super deckend, ne? Und wenn ich jetzt auch näher rangehe, der ist selbst mit dem wirklich krassen Primer, mit dem auch sehr reichhaltigen Primer, den ich drunter hatte oder habe, sehr, sehr schwierig. Also jeder einzelne Pore wird wirklich eher betont, als dass es geblurrt wird. Außer Entfernung? Geblurrt. Auf jeden Fall. Außer Nähe? Nein. Ja, setzt sich auch ganz gut in die Fältchen so rein. Naja, gut. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Ich habe es jetzt drauf. Wir gucken jetzt erstmal weiter. Okay. Die liebe Tamina Safji, ein Kanal, wo ihr auf jeden Fall vorbeischauen solltet. Ich habe auch schon mal mit ihr zusammengearbeitet in so YouTuber-Wochen und so, ne? Die ist wirklich eine großartige YouTuberin. Schaut bei ihr vorbei. Die hat echt Ahnung von dem, was sie da macht. Hat hier von Laura Mercier den Real Flawless Weightless Perfecting Concealer genannt. Ich habe den in der Farbe 1C1. Das Ding ist halt einfach, dass Tamina und ich wirklich sehr, sehr unterschiedliche Hautbedürfnisse haben. Also ich bin ja wirklich die Wüste Gobi und sie hat, glaube ich, eine Mischhaut, vielleicht sogar ein bisschen eine ölige Haut. Und ich glaube, der Concealer ist jetzt ein bisschen dunkler sogar, wow, als meine Foundation. Und ich glaube, sie fand den zu leicht. Also den Concealer mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Und den bekommt ihr bei Look Fantastic, wo ihr mit Claudi Welt auch auf ja eigentlich alles so den maximalen Rabatt bekommen könnt. Ne? Und wenn ihr über die Links in meiner Infobox geht, bekomme ich sogar eine kleine Provision. Also da unterstützt ihr mich dann halt auch, ne? Was bei einigen der Produkte halt der Fall ist, weil ich halt über so Affiliate-Plattformen die Links dann erstelle. Dadurch müsst ihr nicht mehr bezahlen, aber ich bekomme halt eine kleine Provision, weil ich euch dann quasi auf die Seite gebracht habe. Ja, man sieht's. Der Concealer hat eine wirklich eher leichte Deckkraft. Das ist halt so ein richtiger Alltags-Concealer. Ich würde den jetzt nicht unbedingt nehmen, um damit halt so Rötungen abzudecken, weil das schafft er nicht. Aber er funktioniert eigentlich ganz gut, um die Augenpartie einfach ein bisschen frischer aussehen zu lassen und da halt ein bisschen was abzudecken, ein bisschen was aufzuhellen. Aber ihr seht es jetzt hier auch bei den Rötungen und bei den Muttermalen.
das kann der nicht, ne? Aber das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Ist jetzt natürlich ein harter Kontrast von einem sehr leichten Concealer und einer sehr deckenden Foundation. Naja. Aber guck mal, jetzt im Laufe der Zeit passt sich die Foundation auch so ein bisschen meinem Hautton an. Ein ganz kleines bisschen. Und ja, je länger sie auf der Haut sitzt, desto besser gefällt sie mir jetzt eigentlich in diesem Moment. Achso, da muss ich noch den Concealer etwas mehr verblenden. Meine liebe Jenny vom Kanal Jenny's Highlights mag nicht so gerne von NARS diese Afterglow Blushes. Ja, sie ist auch eine richtige Blushmaus, ne? Also die Frau, die hat immer richtig Kabittjes drauf. Ich finde den eigentlich ganz schön. In der Farbe Dolce Vita habe ich den. Und das ist dieser Afterglow Blush. Ich gebe mir den ganz gerne so auf meinen Handrücken drauf. Und ich meine, dass es sogar ein ziemlicher Favorit von unserem Freund Maxim ist, ne? Also so unterschiedlich sind dann manchmal einfach die Einschätzungen. Und das ist auch etwas, was ich gelernt habe oder im Laufe der Zeit gelernt habe. Jeder hat da so seine eigenen Präferenzen. Und als wir zum Beispiel nach Kreta geflogen sind, saß ich ja auch zusammen mit Nicole und mit Melli zusammen im Flugzeug, ne? Also nebeneinander halt. Und da haben wir uns auch darüber unterhalten, wie unterschiedlich man auch so Produkte auf der Haut empfindet, wie unterschiedlich das Ganze dann halt auch bei einem wirkt und so. Ja, das stimmt. Der ist halt eher ein bisschen zurückhaltend, ne? Halt eher so ein Alltagsblush, aber... Also ich finde den eigentlich schön, genau. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das heißt, wenn ich euch irgendwelche Flops zeige oder Favoriten oder so, meine ich damit auch nicht, dass ihr die jetzt auch blöd oder super toll finden sollt, sondern es ist halt einfach meine Einschätzung und ich versuche euch da einfach was mitzugeben, ein paar Tipps und Tricks vielleicht mitzugeben und ja, genau, da jetzt nicht irgendwie jemand meine Meinung aufzwängen zu wollen, aber ich glaube, das wisst ihr auch, ne, dass ich da... sehr entspannt unterwegs bin und das, ja, ist nicht so mein Vibe. Jeder darf da seine eigene Meinung zu haben und jeder schminkt sich ja auch irgendwie unterschiedlich und zu unterschiedlichen Anlässen und hat dementsprechend dann ja auch unterschiedliche Bedürfnisse an das Make-up, ne? Guck mal, aber wenn ich den jetzt so ein bisschen aufbaue, dann sieht man den gar nicht mal so schlecht. Der hat auch so einen Glow mit dabei, aber man sieht es hier auch ein bisschen, der trägt eben dadurch, dass der halt so liquid ist, diese deckende Foundation schon ein bisschen ab hier an dieser Stelle, ne? Das ist schon schade. Die liebe Sarah Isabel, Like a Daisy in Spring, kann dieses Ding absolut nicht ausstehen. Von Love mit Oscar Atem. Das ist aber auch wirklich, ich muss das, also das ist ein altes Schätzchen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch gut ist. Das müssen wir mal gucken. Der ist super weiß. Der ist halt einfach richtig krass deckend. Und damit machst du dir halt wirklich deine Augenlider sehr, sehr hell. Ne? Ich versuche da jetzt wirklich nur ein ganz kleines bisschen von zu verwenden, sofern er noch gut ist, um da halt ein Primer aufs Augenlid zu geben. Ihr seht es hier, ne? Der ist halt richtig weiß, weiß, weiß. Für die Lidschattenpalette, die ich hier habe, brauche ich eigentlich nicht so einen krassen Augenprimer. Egal. Da haben Sarah, Isabelle und ich auch mal vor Jahren ein Video gemacht im Hashtag Ungeschön-Format. Das war unter dem Motto, mach das Beste draus. Meine Flops in deinem Gesicht quasi, kann ich euch auch mal im i verlinken. Also ja, da hatte sie nämlich auch dieses Produkt unter anderem genannt. Ich meine aber, dass sie auch tatsächlich immer mit einer klebrigen Base arbeitet und deswegen haben wir da ja sowieso eine andere, ja, Applikationsform, ne? Also auch in dem Sinne einen anderen Anspruch an die Produkte. Also ihr habt es gesehen, man braucht da nur super wenig von. Ich hatte auch noch ein bisschen Rest jetzt auf dem Handrücken, das habe ich jetzt einfach mal abgenommen. Es sieht total wild aus, ne? Also ich sehe ein bisschen jetzt aus wie ein... keine Ahnung, als würde ich mich gleich schminken als die Königin von Alice im Wunderland, ne? Verwende jetzt aber noch ein Lippenöl, das fand Nicole von Chiquita's Place jetzt nicht ganz so nice. Das ist einfach ein Lippenöl von Revolution. Ich habe das in der Findet Nemo-Variante. Ja, da gibt es wirklich bessere. Also zum Beispiel das von, also der Applikator ist auch sehr, sehr, aber zum Beispiel das Lippenöl von Luna Beauty ist natürlich der Wahnsinn, der Oberknaller. Man darf aber auch nicht den Preisunterschied vergessen. Wobei Revolution auch mittlerweile nicht mehr so günstig ist, wie es mal war, vor allem in diesen Limited Editions, ne? Ein Produkt, was ich von Mamako Beauty aber noch gefunden habe, was sie als leider nicht so gut empfunden hat, ist hier von Beauty Bakery das Flower. Das ist dieses Setting Powder und das habe ich mir mal irgendwann, als es Beauty Bakery ganz neu bei Douglas gab, gekauft. Und dann ist Beauty Bakery ja irgendwann zu Purish gekommen und dann... hat sich Beauty Bakery, glaube ich, verabschiedet, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder? Täusche ich mich da gerade? Weiß ich nicht. Also die sind meines Wissens nach, jetzt habe ich da auch noch ein Haar, nicht mehr bei Purish vertreten. Ansonsten habe ich euch natürlich den Purish-Link in die Infobox gepackt, wo ihr nämlich halt auch immer auf die Aktionen und auf meine Creator-Page mit Claudies Welt 10 sparen könnt.
Naja, ich nehme jetzt dieses Puffelding von Maxim und trage das erstmal so um meine Augen drum herum und kann damit auch schon direkt meinen Concealer und den Lidschattenprimer setten. Aber ich glaube, dass es damals auch mehr so zum Baken gedacht war, was man jetzt ja auch so in dem Umfang gar nicht mehr macht, wie wir es damals halt gemacht haben, ne? Vor allem müsste ich eigentlich diese sehr matte Foundation nicht wirklich setten. Und wer es halt so wirklich matt mag, ist mit diesem Puder auch, glaube ich, ganz gut beraten. Ihr seht ja auch, wie matt ich jetzt aussehe. Ich bin ja eher sonst die Verfechterin von Glowy-Produkten. Nicht mal der Be Perfect Illuminating Primer guckt noch in irgendeiner Art und Weise durch. Also nirgendwo. Wow. Absolutes Unverständnis von meiner Seite bezüglich dieses Flop-Produktes in Anführungsstrichen von Kati Contra Junkie. Riva loves me, der Tropical Bronzer. Ich weiß nicht, ob sie auch die Farbe 01 Waikiki hatte, aber das ist meine. Den gibt es ja in zwei verschiedenen Farben. Und ja, sie fand den, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, relativ fleckig. Da muss man schon ein bisschen mit arbeiten, das stimmt wohl. Also wenn man den halt, vor allem mit so einer hellen Base, Da muss man schon tatsächlich ein bisschen mehr wuseln. Aber ich finde den jetzt nicht schlecht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es ja auch ungefähr der günstigste Bronzer ist, den man so in der Drogerie bekommen kann. Ist es so als Anfängerprodukt gar nicht mal so verkehrt. Ich finde es jetzt so ganz süß. Ne? Hier bin ich vielleicht ein bisschen sehr eskaliert. Da kann man vielleicht noch mit einem Puffelding ein bisschen drüber gehen, um das abzuschwächen. Da habe ich ein bisschen zu viel Produkt aufgetragen. Aber sonst... solider Bronzer, ne? Ja, also bei mir auf jeden Fall. Dann habe ich hier von, ich glaube Nicole, Chiquita's Place, Blush Crush ist das von Essence in der Farbe 30 Cool Berry. Ich weiß auch nicht, ob sie hier diesen Ton genannt hatte. Mochte sie auch nicht so gerne. Also den Ton aus dem neuen Essence Sortiments-Update war das ja, ne? Finde ich gar nicht so verkehrt. Ich arbeite mir das ganz gerne erstmal so in meiner Handinnenfläche ein. Einfach, weil er sonst zu intensiv sein könnte. Und baue mir den dann nach und nach auf. Das ist eine schöne Farbe, finde ich. Also ich mag den Bärenton an mir persönlich sehr gerne leiden. Aber ich weiß, dass Nicole zum Beispiel auch vom Unterton ihrer Haut eher etwas gelbstichiger ist. Also nicht so kühl, ne? Und man sah ja zum Beispiel noch ganz, ganz leicht den von NARS durchscheinen. Also jetzt so für die... fürs reale Leben hätte ich jetzt nicht on top noch einen Puderblush gebraucht, wenn man da alles gesehen hätte. Jetzt hier durch die Lichter ist natürlich einiges geschluckt worden. Aber so finde ich den sehr, sehr hübsch. Ich meine, hat der einen leichten Glow mit drin? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Finde ich, es sieht nämlich so ein bisschen so aus, ne? Dass der gar nicht so todesmatt ist. Ich finde den süß, ne? Jo, da war ich auch echt schockiert, als ich das gesehen hatte. Özlem steht nicht so, also in der Nelo, auf die Mesauda Highlighter. Hier habe ich den in der Farbnuance Lust for Shine. Ich hatte mal einen in der Box von Nicole mit Pirush zusammen, der war mir ein Tick zu dunkel. Der hier ist großartig, das ist voll meine Farbe. Und genau, da kann ich jetzt hier auch mit dem Pinsel rein und mir den hier so schön auftragen. Den kann man sich mit so einem Pinsel auch super einblenden. Jetzt kommen wir zu den Augenbrauen. Da habe ich keinen Augenbrauenstift genannt bekommen, weswegen ich einfach meinen verwende, den ich aktuell in Anwendung habe. Das ist der von Eveline in der Farbnuance Blond. Entschuldigung. Ah, wobei, nee, da gibt es was anderes, was ich nehmen kann. Da fällt mir nämlich gerade was ein. Ich weiß zwar nicht mehr in welchem Video, aber das hatte ich mal bei Maxim gesehen. Der hatte sich nämlich irgendwann mal über Benefit beschwert, beziehungsweise wie teuer deren Augenbrauenstifte so sind in Relation zu Preis-Leistung. Was man halt so dafür bekommt. Ich habe jetzt hier den Precisely My Brow in der Farbnuance 2,5 und ich persönlich habe einfach für mich herausgefunden, wenn ich es jetzt zum Beispiel mal in Relation setze zu einem Catrice Lemetic Ultra Precise oder zu anderen Augenbrauenstiften, die einfach im Drogeriesegment auch zum Hochdrehen sind und vielleicht ein bisschen günstiger, die habe ich halt innerhalb von kürzester Zeit dann auch geleert. Und so ein Augenbrauenstift ist einfach auch ein bisschen härter. Die haben dann wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Produkt drin und so, aber die halten auch witzigerweise einfach viel, viel länger. Und das ist halt so der Punkt, weswegen ich für mich sage, okay, es muss jetzt keine Ahnung, vergoldeter Augenbrauenstift sein, den ich dann kaufe, verwende, wie auch immer, ne? Aber es gibt definitiv Gründe dafür, weswegen diese Augenbrauenstifte dann vielleicht einfach ein bisschen hochpreisiger sind.
Und etwas, was ich halt auch in der Drogerie immer wieder feststelle, ist die Farbauswahl. Bei mir, ne, also ich bin halt naturblond und dann brauche ich meistens auch einen mit einem etwas aschigeren Unterton. Da finde ich zwar von Catrice den Slimatic Ultra Precise in 015 Ash Blond, der ist aber ständig ausverkauft. Das heißt, wenn ich den mal wieder in die Finger kriege, muss ich mir davon wieder ein paar Backups zulegen. Aber ansonsten habe ich da echt Probleme, eine vernünftige Augenbrauenfarbe für mich zu finden, die jetzt nicht aussieht, als hätte ich mir Senf in die Augenbrauen geschmiert. Wobei auch diese Farbe mir einen ganz kleinen Tick zu warm ist. Für dieses Produkt musste ich gar nicht so nachfragen. Da weiß ich ganz genau, dass Sarah Isabel das furchtbar findet. Von Essence in Kombination, vor allem in Kooperation mit Merve, ist das dieses Augenbrauengel. Ich habe da schon ein oder sogar zwei von aufgebraucht. Das hier war jetzt eigentlich mein Backup, was ich jetzt extra anbreche. Das zieht nämlich, wenn man nicht aufpasst und zu lange quasselt jetzt, schon ziemlich Fäden. Also das ist ein sehr, sehr tackerndes, klebriges Unterfangen. Und das trocknet aber richtig krass an. Also ich kann da jetzt auch nicht irgendwie zwischen den Augenbrauen wechseln und da viel High Detail machen, sondern ich gehe da jetzt einmal mit durch. Also von vorne nach hinten, von hinten nach vorne, hin und her, bis ich halt auch merke, okay, das funktioniert auch nicht weiter. Leg dann das, was mir zu hoch steht, ein bisschen flach. Und jetzt darf ich auch nicht wieder reingehen. Weil dann wird's übel. Dann wird es richtig übel. Dann zieht es richtig Fäden und wird klumpig und hast du nicht gesehen, das wollen wir nicht. Aber so trage ich mir das auf und ich finde es großartig. Ich weiß aber auch, dass Sarah Isabel zum Beispiel ganz andere Augenbrauen hat als ich. Also ihre Augenbrauen sind viel störrischer und einfach viel, viel mehr vorhanden. Ich habe ja nur so ein ganz paar Härchen im Prinzip, die ich jetzt so in Form bringen muss. Meine Haare sind auch relativ gerade, also genauso wie meine Kopfhaare ja eigentlich auch. Dass ich da jetzt nicht irgendwie Probleme mit habe, ne? Und das macht halt auch immer viel aus. Zack, so schnell habe ich mir die Augenbrauen gemacht und ich erinnere mich jetzt schon wieder dran, wie geil ich das damals fand. Sehr schönes Produkt. Die liebe Kati Contra Junkie sagte mal in einem ihrer Videos, dass die Huda Beauty Lidschattenpaletten generell overrated sind. Und da habe ich jetzt hier die Naughty Palette. Sie hat eigentlich recht. Ne? Weil das ist eine Nude-Palette, eine Warm-Nude-Palette, die gibt es auch von Essence auf jeden Fall. Was ich hier einfach so sehe, ist immer so dieses Feeling und die hochpreisigeren Marken sind ja die Marken, die halt auch die Sachen auch ein Stück weit mitentwickeln, auch so neue Texturen und so weiter. Ne? Und dementsprechend finde ich das immer ziemlich abgefahren, probiere das auch immer sehr gerne. Und damit werden wir jetzt wirklich einen super simplen Look schminken, sagte sie. Mal gucken, ob ich das auch hinkriege. Ihr kennt das von mir. Ist manchmal etwas schwierig. Also es ist schwieriger für mich, einen wirklich simplen Look zu schminken, als einen abgefahrenen Look. Ich habe hier ja sowohl kühle, also was heißt sowohl? Ich habe hier so ein ganz paar kühle Sachen auch mit dabei. Ich starte jetzt aber hier mit der Farbe Hypnotic. Das ist tatsächlich ein kühleres, helles Braun. Jedenfalls sieht das im Pfändchen etwas kühler aus als die anderen Töne. Und das setze ich mir so in die Lidfalte. Ja, auf dem Auge wird es definitiv wärmer, als ich so gedacht hätte. Also wenn ihr wirklich abgefahrene Lidschattenpaletten mit krassen Texturen und so haben wollt, dann kommt ihr halt echt nicht an Indie-Brands vorbei, ne? Wie jetzt zum Beispiel Odens Eye oder so oder Lethal Cosmetics. Odens Eye ist eine schwedische Marke, die bekommt ihr auch dann im Online-Shop. Und das ist tatsächlich auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis hammermäßig. Genauso auch Cosmic Brushes, die sind glaube ich aus Großbritannien. Aber bei beiden Shops habt ihr jetzt nicht irgendwie Probleme mit Zoll oder so. Also wenn ihr wirklich jetzt nicht Drogeriepaletten haben möchtet, sondern wirklich abgefahrenere Geschichten, kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Ich verlinke euch im E-Mail mein Declutter von den Lidschattenpaletten. Da seht ihr dann auch ein paar Swatches. Ich setze mir den auch an den unteren Wimpernkranz. Dann werde ich das Ganze nur ganz, ganz leicht abdunkeln. Dafür nehme ich hier den Ruff. Der ist nur ein Müh dunkler. Wow, krass pigmentiert, ey. Da ist so richtig Krümmelparty. Das kommt hier ans äußere V. Und auch ein ganz kleines bisschen hier unten. Damit sich das halt so widerspiegelt, aber man sieht ungefähr auch keinen großen Unterschied, ne? Und das ist halt auch eben die Sache bei dieser Palette. Die Farben sind jetzt nicht so super krass unterschiedlich zueinander. Ich wollte sie damals aber unbedingt haben. Denn irgendwie, weiß ich nicht, fühlt es sich gut an, sie zu haben. Denn wenn ich halt wirklich weiß, ich möchte nur so einen ganz schnöden Nude-Look schminken, kann ich definitiv zu dieser Palette greifen. Denn die lässt sich halt schon leicht kombinieren, leicht verarbeiten. Und die ist halt nicht so laut, ne? Und manchmal tut das auch ganz gut. Jo, mein Bauch gluckert.
Ich habe wohl ein bisschen Hunger. Ich glaube, niemand hat den NYX Glitter Glue als Hassprodukt. Ich mag ihn auch ganz gerne. Ich verwende ihn jetzt einfach, um die Schimmertöne besser aufs Lid bringen zu können. Dann nehme ich jetzt für mein komplettes bewegliches Lid den Ton Flower Power. Ist tatsächlich auch relativ leicht gepresst hier drin. Habe ich jetzt hier so ein Champagner auf dem Finger. Der ist für mich für den Innenwinkel aber tatsächlich zu dunkel. Kommt aber echt schön auf dem Auge raus, muss ich sagen. Den mag ich. Nach außen nehme ich mir hier diesen Ton Please Me. Das ist einfach ein ganz dunkler Braunschimmerton. Den tupfe ich mir dann hier so hin. Auch einfach nach außen. So als Verlängerung quasi von der Verdunklung, die ich ja durch den Rough gemacht habe. Dann verblende ich die beiden Töne, dass da auch ein schönerer Übergang ist. Ja, das krümelt nicht schlecht hier. Aber ich finde es schön. Muss es dafür eine Huda Beauty Palette sein? Nein. So, in meinen Innenwinkel habe ich mir jetzt einfach auch noch ein bisschen Highlighter aufgetragen. Und so sieht dann einmal der fertige Look aus. Es ist ein absolut nudiger Look, ne? Keine Frage. Die liebe Özle mag nicht so gerne von Maybelline den Hyper Precise All Day, den ich leider nur in Blau habe. Das heißt, zu meinem eher zurückhaltenden Look ziehe ich mir jetzt einen blauen Liner. Den werde ich aber gleich noch kombinieren. Das heißt, erstmal ziehe ich mich hiermit einen relativ opulenten blauen Liner. Also ich finde den eigentlich okay. Ich finde den nur nicht so deckend, wie ich den gerne hätte. Das ist so mein Kriterium daran. Wobei der jetzt hier innen richtig gut deckend malt. Also das ist dann wirklich so eine Farbsache, ne? Klar, über dunklen Sachen malt man dann jetzt als Eyeliner halt auch nicht so gerne richtig doll. Der hat eine relativ wabbelige Spitze, sodass man da halt wirklich eher so nicht in einem Strich ziehen kann, sondern halt immer eher so in kleinen Linien malt, ne? Aber dann geht das. Das habe ich gar nicht. Also ich dachte, der wäre viel, viel weniger deckend. Wow. Gut, hier am Spitzending sieht man, dass der da nicht mehr so deckend malen will. Aber das ist nicht schlimm, weil da kommt gleich noch ein anderer zum Einsatz. Trotzdem, also man kann damit eigentlich einen Feinliner ziehen, ne? Ja gut, hier merke ich es jetzt sehr intensiv, dass der hier nicht mehr so gut malt. Das ist manchmal bei Eyelinern ja so, ne? Und da denke ich, wenn man halt jetzt nicht unbedingt einen blauen hätte, wo man dann danach noch irgendwie was Schwarzes mit kombiniert, dass man doch etwas sehr große Probleme hätte. Doch, doch, das ist nachvollziehbar. Nika von Nikas Beautykiste sagt, dass Essence Eyeliner super schnell austrocknen. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört. Es ist wahrscheinlich halt auch ähnlich wie bei den Maybelline. Hier habe ich den 20 Forever Ink Intense Black Eyeliner. Der hat nur so eine ganz kleine Spitze. Ich habe auch irgendwie diesen Lash Princess und Tasse nicht gesehen. Aber ich habe mir gedacht, dass der jetzt hier ganz gut funktionieren könnte. Den trage ich mir so ab Pupille erst auf. Fließt der so langsam auch quasi unten drunter mit ein. Also auch sobald der blaue Eyeliner ein bisschen breiter wird, sodass die sich dann hier auch letztendlich die Spitze hinten teilen. Das ist so mein Plan. Das sieht schon nicht verkehrt aus, aber ich glaube, das sieht man auch wirklich nur von Nahem. Aus der Nähe siehst du nicht, dass da zwei verschiedene Eyelinerfarben sind. Vielleicht so ein Hauch von dem Blau da drüber, aber jetzt auch nicht unbedingt so. Das Problem, was viele Eyeliner haben, ist, dass wenn man halt einen intensiven, bunten Augenlook hat, dass die dann nicht so ganz mit dem Pigment auf dem Auge klarkommen und dann dadurch zu sehr austrocknen. Wenn man die Solo trägt, ist es nochmal eine andere Kiste. Ich glaube, hier muss ich ein bisschen Blau noch drauflegen. Aber wie gesagt, ne, das ist halt immer so eine Sache, was man da natürlich alternativ immer wieder verwenden kann, sind Dip-Eyeliner, die da halt wirklich eher weniger austrocknend sind oder so. Oder ja, tatsächlich im High-End-Bereich gibt es da allerhand, die es echt drauf haben, aber da zahlst du halt auch einige Euros mehr für. Das muss nicht unbedingt immer sein, ne? Naja, ja, das finde ich schon, finde ich süß, aber hier merke ich halt tatsächlich, wenn ich mit dem Blau versuche, was aufzubauen, das geht nicht so gut. Nee,
Schade. Nun, ja, fixieren wir das Ganze. Ich weiß nicht, irgendwas ist damit. Ich glaube, dass Kathi so ein Full Face Be Perfect gemacht hat und da allerhand getestet hat. Und deswegen hatte sie allerhand auch in ihren Flops drin. 1-2-3 habe ich hier nämlich das Prep Set and Refresh Facial Mist. Hätte ich jetzt auch theoretisch schon vor Make-up verwenden können. Das ist halt wirklich dewy, ne? Also, wenn du eine ölige oder eine Mischhaut hast, ist das zu viel. Wenn ich jetzt hier mit einer trockenen Haut und einer sehr trockenen Base unterwegs bin, ist das hier wirklich eine Wohltat. Stinkt aber schon so ein bisschen, ne? Aber ich merke gerade, wo es so drauf ist, dass meine Haut sagt, ja, Claudi, endlich! Oh, ich hatte so Durst. Das Lippenöl ist übrigens immer noch richtig schön am Start. Ne? So, bevor wir zur Mascara kommen, biegen wir meine Wimpern. Und da habe ich jetzt hier meine Catrice Wimpernzange. Sarah Isabel mag sie nicht, Unbox Butterfly Nicole mag sie nicht, Benefit They Are Real. Ich glaube, das ist auch eher so eine Mascara, die mag nicht jeder, weil das Bürstchen, was vorne dran ist, ist krass. Ne? Und du hast hier vorne diese Pixie-Dinger dran. Das kann schwierig werden, dass wenn man halt ja zu nah ans Auge dran kommt, zu empfindliche Augen hat, dass man da einfach Probleme mitbekommt. Ich mag sie eigentlich wohl, aber ich bin jetzt mal auf das Ergebnis gespannt. Ich habe sie nämlich schon länger nicht mehr solo getragen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, also ich mag die. Man muss ein bisschen aufpassen mit ihr, dass man halt jetzt nicht irgendwo sich dran piekst oder so. Aber an und für sich finde ich die schön. Die macht schöne Wimpern und ist tatsächlich auch eine von den Mascaras, wo ich sage, das ist eine Wawa Woom Lashes Mascara. Ne? Also da kann man womit gut um. Ich persönlich verwende sie halt auch super gerne so zum Ausbürsten. Wenn ich jetzt irgendwie so eine Nabla Vigils oder so habe, die noch relativ frisch ist, oder halt irgendwelche auch Faserbürstchen Mascara. Ne? Dass man damit halt nochmal durchgeht, um da ein bisschen mehr Definition reinzubringen. Und hier sieht man auch, wenn man sie schichtet, sind die Wimpern, muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu lange wartet, weil dann könnten sicherlich auch Fliegenbeine werden. Aber die sind relativ gut getrennt, die gibt auch schön Länge und ich mag die schon. Ne? Aber das ist halt auch bei Wimpern, ne? Da ist jede Wimpernform ja auch irgendwie anders. Ich weiß, Like a Daisy in Spring, Sarah Isabel hat ja sehr gerade Wimpern. Meine Wimpern gehen durch, also generell durch das Wimpernserum Grande Lash ja schon mal ziemlich ab. Und dann, wenn ich dann noch eine Wimpernzange verwende, muss ich eigentlich nicht unbedingt, aber dann wären sie ja noch krasser. Dann ist das alles super, ne? Und die halten auch den Schwung tatsächlich. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man kleinere Augen hat, dass man mit der Mascara Probleme haben könnte. Ja, also, ne, dass man da halt einfach aufpassen soll. Und ich habe euch ja auch schon mal hier ein Video erstellt, wie man sich am besten auch so die Wimpern tuschen kann. Und das ist ein Short, ich glaube, das war relativ schnell, ne? Dass man halt einfach den Spiegel auch so vor sich hinpackt und dann so nach unten reinguckt, dass man sich halt nicht so ins Auge damit piekst und auch nicht oben dran kommt. Ich smudge immer noch immer mal wieder rum, aber trotzdem ist das so die beste Art und Weise, wie ich mir persönlich Mascara auftragen kann. So, jetzt sind die Lippen dran. Dafür muss ich aber erstmal das Lippenöl abmachen. Da war ja nicht mehr so super viel dran, aber halt noch vorhanden. Also meine Lippen sind jetzt wirklich schön gepflegt. Ich verwende einfach super gerne so nach den ganzen cremigen Texturen auch ein Lippenöl, dass da einfach, ne, alles so ein bisschen gepflegt wird in der Zeit. Ja, tatsächlich. Jenny von Jennys Highlights mag die neuen MAC Lippies nicht so gerne. Das ist der Maximal Matte Lipstick in der Farbe 617 Velvet Teddy. Das ist ja so ein Klassiker. Die sind schon relativ matt, ja. Auf jeden Fall. Aber nicht so matt wie die, keine Ahnung, wie auch immer matt die heißen, oder? Weiß ich nicht. Also der kam mir gar nicht so todesmatt vor. Aber vielleicht war das auch das Problem, dass er eh nicht matt genug war oder so. Ich finde den eigentlich ganz schön. Auch die Farbe, die passt jetzt richtig gut zum Look. Aber ich habe noch einen, noch zwei eigentlich. Beide von Nicole. Was ist da los? Okay, Chiquita's Place. Die hat zum einen gesagt, dass diese Icy Plumper Max It Up Lip Booster Extreme von Catrice nicht ganz so ihr Ding sind. Ich finde das eigentlich ganz schön, um so drüber zu toppen, weil hier steht ja auch drauf, dass es quasi die Zähne auch ein bisschen weißer macht, ne? Und ich glaube, jetzt im Sommer ist es auch gar nicht so verkehrt, weiß ich nicht. Also hier haben wir einmal so einen sehr zarten Applikator. Der riecht einfach nach diesen Eisbonbons. Wisst ihr, was ich meine? Oh, die sind so lecker. Und den toppe ich mir einfach so ein bisschen drauf.
Dadurch geht natürlich die Haltbarkeit vom Lippenstift ein bisschen runter. Oh, ich mag den Geschmack. Aber dieser Effekt, ne? Dieser weiße Zähne-Effekt, der kommt schon raus, Leute. Und ich mag persönlich zum Beispiel ja auch nicht diese ganzen warmen Geschichten. Achso, den Applikator mache ich immer am Handtuch neben mir sauber, dass da kein Spack von meinen oder keine Lippenstiftfarbe reinkommt, ne? Diese ganzen warmen Lip-Plumper sind zum Beispiel auch nicht meine Welt. Aber diese kühleren Geschichten mit Menthol oder das, wie Eisbonbon schmeckt, Eis-Eis-Baby, finde ich großartig. Also ich mag's. Ich denke auch, dass ich den hier demnächst mal mit zu einem zu einer Geschichte mitnehmen werde. Da sind nämlich meine Freundin und ich auf einer 90er-Party. Und ich glaube, dass das ganz gut kommt. Jo, so, jetzt mache ich meine Haare mal auf, denn wir kommen jetzt zum Parfum. Da hat Nicole, Schicki das Place, mir nämlich noch eins geschickt. Ich habe das Original nicht da. Nee, also ich hatte das mal als Kerze, das war mir zu intensiv. Und zwar das ist das Maison Francis Gourdian Baccarat Rouge 540 eigentlich, ne? Aber da gibt es ja ein paar Produkte, die ähnlich riechen. Zum Beispiel habe ich hier dieses von Larive entdeckt, das ist das Elegant Woman. Und als ich das im Laden gerochen habe, habe ich mir gedacht, oh holla, die Waldfee, das riecht aber gut. Ich hatte das originale... Nein, das darf man so nicht sagen. Ich hatte die Schwester, die Nachbarin und die Freundin davon zwar schon mal gerochen, die war mir aber auch tatsächlich ein Stückchen zu intensiv. Aber an und für sich, von den Duftkompositionen her, gefällt mir das. Und hier habe ich ja dieses Elegant Woman, das schaut einmal so aus. Und das ist sehr warm, ne? Sehr, sehr warm. Und ich finde es ganz angenehm. Ich sprühe mir das ganz gerne, um mehr Haltbarkeit zu bekommen. Vor allem so einen Spritzer in die Haare. Ne? Das ist immer so eine Sache, da muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu austrocknen für die Haare ist. Weil da natürlich auch Alkohol drin ist. Und gerne auch so aufs T-Shirt. Das kann man machen, wenn da nicht zu hohe Parfümölanteile drin sind. Und ein bisschen so aufs Handgelenk vielleicht. Und für die Leute, die es triggert, mache ich hier auch noch einen drauf. Und klatsche das nicht aneinander. Also ich finde, das riecht sehr, sehr angenehm. Also das ist ein Abendduft, ne? Das ist kein Duft, den ich jetzt so über Tag tragen würde. Das ist ein Duft, der einfach auch, wenn man... da ein sehr intensives Dufterlebnis von hat und sich da sehr mit eindieselt und man den Raum betritt, dass es sein könnte, dass Leute vielleicht sagen, huch, das ist schon sehr intensiv, ne? Ich mag den Duft aber eigentlich ganz gerne. Ich finde ihn einfach warm. Ich hatte das letztens mal, als ich irgendwo auch war, dass ich den Duft wahrgenommen habe und dann auch in den Raum gekommen und gesagt habe, oh, was riecht hier so gut? Und ja, tatsächlich bin ich der Dame auch über den Weg gelaufen und ich habe sie zu ihrem Duft beglückwünscht, weil das so gut roch. Also ich finde, der riecht sehr, sehr angenehm und ich finde vor allem jetzt auch diese Larive-Geschichte, diese Elegant Woman-Geschichte dazu, einfach ein bisschen milder. Das ist nicht so, dass man halt quasi schreiend in den Raum kommt, sondern man tritt einfach vorsichtig ein, so mit seinen ganzen Duft drumherum, sage ich jetzt einfach mal. So ihr Lieben, ich persönlich finde, dass ich ein Fullface mit überhaupt keinen Flop-Produkten für mich persönlich habe, denn jeder sieht ja und bewertet Produkte anders und Produkte wirken auch auf den Gesichtern unterschiedlich und vielleicht macht es auch manchmal einfach die Kombination der Produkte. Also ich finde es total abgefahren, wie das jetzt aussieht. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, welche der Produkte so auch eure Top-Produkte sind, welche eher eure Flop-Produkte sind, das würde mich auch mal interessieren und dann wäre es das hier schon wieder gewesen. Schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch meine Kolleginnen und Kollegen verlinkt, ne? Und natürlich auch die Produkte, wenn ihr Interesse an diesen Produkten haben solltet. Und dann wäre es das hier gewesen. So, wenn es dir gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.